würde sicher gut tönen, aber es ist, wie gesagt, einmal hat es glaub, der Bernhard Russi davon geschafft, Titelverteidiger in der Abfahrt, zweimal hintereinander Weltmeister zu werden. Und für mich geht jetzt, muss ich zurückkommen, muss Schritt für Schritt gehen und die WM ist noch weit weg. Und von dem her, es würde sicher schön tönen, aber ich weiss, wie schwierig das ist. Ja klar, schaut man zum Teil eine Aufzeichnung auf den einen Sender, mal bei den Österreichern, mal bei den Schweizern, und dann kommt man schon mit, über was die Experten da sagen. Meistens haben sie recht, manchmal aber auch nicht. Und, es ist spannend, ein Rennen von sich anzuschauen, wenn all die Herren kommentieren. Ja, manchmal sind die Schweizer ein bisschen besser, manchmal sind die Österreicher besser. Es ist auch schwierig, ein Rennen zu kommentieren. Ich habe selber auch schon mal ein Rennen kommentiert. Und das ist echt eine Herausforderung und ist nicht so eine einfache Sache. Aber man kann das spannend machen oder man kann es weniger spannend machen. Und ich glaube, es ist gut, dass die Kommentatoren auch ein bisschen Emotionen reinbringen.